Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Build a Theme Park, Folge 84. Und das allererste, was wir machen, wir reißen den Coaster ab. Aber das kennt ihr alle schon, dass wir ständig Sachen abreißen, die wir gerade eben erst gebaut haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich habe so ein paar Sachen, also zum einen, das ist vielleicht das Offensichtlichste, seht ihr vielleicht, dass die Videoqualität ein bisschen schlechter ist als sonst, also ist alles ein bisschen verschwommener. Das liegt daran, dass ich meine Aufnahmeeinstellung wieder geändert habe. Ich habe auf dem Laptop die letzte Zeit immer aufgenommen, weil ich auf dem Laptop eben das Game an sich capturen kann und nicht nur den Desktop mit dem Game davor quasi. Das hat dafür gesorgt, dass wir zwar eine bessere Videoqualität hatten, aber den 8K-Trainer nicht mehr gesehen haben. Das heißt, wenn ich irgendwas mit 8K-Trainer gemacht habe oder gespeichert habe oder sonst was, dann hat es für euch einfach so ausgesehen, als ob ich mit der Maus wie so ein Epileptiker über den Bildschirm fahre. Und habe ich mir überlegt, das wäre doch im Endeffekt, guckt die Videos ja eh keiner wegen der herausragenden RCT2 HD-Qualität. Sondern wegen dem, was ich mache, und dann ist es vielleicht schlauer, wenn ich einfach wenn ich lieber den 8Ks zeige, anstatt die 2 Pixel bessere Qualität dann letztendlich. Das zweite ist, was wir gerade gesehen haben, ihr habt ja gesehen, da war so ein Save, das hieß Peep-Test, falls das jemand von euch gesehen hat. Das ist letztendlich die letzte Folge, also den Stand des Parks zu Folge 83, den ich getestet habt. Ich habe den einfach mal 2-3 Stunden durch den einfach laufen lassen und mal machen lassen und hier und da mal geguckt, wo denn Fehler in dem Park sind, die man unbedingt ausbessern muss. Und da werden wir auch ziemlich viel heute noch machen, was das angeht. Aber jetzt zuerst wollte ich den Coaster bauen. Das ist nämlich auch, ich habe in diesem Test Ding habe ich den Kiddie Coaster neu gebaut. Und war eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Dann wollte ich es jetzt hier in der Aufnahme einfach nochmal nachbauen sozusagen, habe das aber nicht hinbekommen und habe deswegen jetzt gerade das Peep-Save, das Test-Save geladen und habe da jetzt raus den Coaster kopiert. Also ich habe es versucht, ihn manuell nochmal nachzubauen, aber es hat nicht funktioniert, deswegen habe ich da drüber kopiert, aber egal. Der Coaster wird heißen Flucht zur Furt und wird das Kapitel Wanderung zu dritt, so mehr oder weniger, oder Querfeld 1 und den Pilzen, wie auch immer man das nennen wir so die beiden Kapitel im Buch abdecken. Und letztendlich halt stellt der Coaster Sam, Mary und Sam, Pippin und Frodo da, wie sie eben aus Hobbingen fliehen und bis zu der Stelle, wo sie letztendlich beim Bauer Margot landen. Und das, was ich jetzt hier gerade baue, der Irrgarten, das sind quasi die Felder. Oder soll dann die Felder des Bauern Margot darstellen. Der wird dann später noch zu den gelben Holzwänden umgefärbt, die so aussehen, als wären es Maisfelder. Oder Weizenfelder. Und und dann sieht es, glaube ich, auch soweit ganz gut aus. Die Station von dem Coaster werde ich dann so ein bisschen im Holzhaus-Stil machen. Wirklich nichts Aufwendiges, weil ich meine Hobbit-Architektur ist, zumindest laut dem Buch, sehr wenig verschnörkelt, sondern einfach sehr zweckorientiert, nenne ich es jetzt mal. Und da wollte ich dann einfach nicht zu viel, nicht zu viel Schnörkel und alles reinbringen. Dementsprechend wird dann später auch die Station aussehen. Und die machen wir, wenn ich mich recht erinnere, eh erst nächste Folge. Von daher haben wir da noch ein bisschen Zeit, bis wir uns da Gedanken drüber machen müssen. Noch den Boden hier drunter umfärben, dass es da schon einheitlich alles ist. Genau, und testen, dass das BBS auch funktioniert. Das ist ja das Wichtigste, ne? So, was wir jetzt machen, ist letztendlich die Fehler, die ich im Test bemerkt habe, ausbügeln. Das war zum einen, dass verschiedenste Attraktionen noch keine Mechaniker hatten, warum auch immer.
Zum Beispiel hier der komplette Bereich Minigolf, Bootsverleih und der Bahnhof dort, die hatten allesamt noch keinen Mechaniker. Das habe ich jetzt gerade mal geändert. Dann habe ich die Schiffschaukel mit einem Mechaniker verbunden. Und habe jetzt hier unten, oder den Rest der Folge werden wir uns jetzt hier unten im unterirdischen Tunnelsystem, das ihr ja vielleicht alle noch aus früheren Folgen kennt, wenn wir jetzt hier so ein bisschen weiterarbeiten, weil ich komplett vergessen oder noch nicht dran gedacht habe, den Störtebeker und also den Hanse-Bereich und den Wikinger-Bereich mit unserem Wegleitsystem zu verbinden. Genauso wenig wie den Auenland-Bereich. Und dann habe ich jetzt gedacht, hey komm, dann machst du das jetzt mal verbinden. Also werde jetzt im Prinzip für den Rest der Folge das unterirdische Wegsystem ausbauen. Mit diversen Themenbereichen verbinden. Zum Beispiel hier im Stadion fand ich, bietet sich das ganz gut an. Hier versteckt unter den Tribünen einen Eingang in unsere Katakomben zu machen. Vor allem, weil man es dann später auch einfach nicht sehen wird von außen. Das ist immer ganz, oder war für mich eigentlich ganz wichtig, dass man die Eingänge nicht so offensichtlich sind. Es hat nicht immer geklappt. Aber das heißt ja nicht, dass man es provozieren muss. So. Ich werde außerdem auch die beiden neuen Themenbereiche verbinden. Sprich den postapokalyptischen Themenbereich und Rom. Die werden auch direkt an unser System angebunden. Einfach damit wir das schon mal weg haben. Weil es ist immer einfacher, auf der flachen Map quasi, ohne dass irgendwas auf der unbebauten Map Ding zu bauen, als auf der bebauten Map. Und ihr seht es ja, wenn dann Wege oben drüber sind, dann sieht man nicht mehr so richtig, wo man eigentlich gerade hinklickt und alles. Und dann ist es alles ziemlich nervig. Was halt dann das Problem sein wird, ich werde zwangsläufig, oder das Spiel wird zwangsläufig, ob ich jetzt will oder nicht, diverse Wegstücke unterirdisch wieder löschen. Das macht es immer, das hat es immer gemacht. Habt ihr im spannenden Bereich gesehen, hat auf einmal eine Treppe gefehlt, warum auch immer. Und das wird dann im Nachhinein schwierig, da die Fehler zu finden. Da werde ich auch wieder lange testen müssen, um da diverse Fehler dann im Nachhinein feststellen zu können. Aber ich finde, es ist wert, sozusagen, das unterirdische System direkt zu bauen, weil da muss man nur noch die Lücken füllen und nicht mehr die kompletten Anschlüsse durch den Park legen. Außerdem, das habe ich auch, mit in den ersten Folgen damals schon eingerichtet, den zweiten Eingang in unser Tunnelsystem, den haben wir aber noch nie angeschlossen. Und das machen wir jetzt. Den ersten Anschluss sozusagen wollte ich hier beim Minetrain zum Ausgang setzen. Da muss ich irgendwann in einer der nächsten Folgen noch ein Schild dahinsetzen, dass die Leute uns dann nicht vom Weg quasi in den Ausgang reinlaufen. Dann wollte ich einfach die beiden Wegsysteme noch miteinander verbinden. Dass man quasi von jedem Eingang zu jedem Ausgang, also wirklich von überall zu überall hinkommt, dass sich da keine Peepjams bilden. Wenn wir es schaffen, dass sie sich unterirdisch Peepjams bilden, dann sind wir am Arsch. Dann können wir eigentlich einpacken. Hat dann nur noch wenig Sinn, weiterzumachen, weil irgendwie unterirdische Peepjams dazu kamen, hat man keine Chance mehr. Weil das System unterirdisch so verzweigt ist und so, also nicht verzweigt, aber so verschachtelt ist, dass es Peepjams gibt, dann haben wir verloren. So, hier habe ich gedacht, mache ich es ganz schlau, mache hier direkt einen Eingang hin. Das werde ich dann später noch bitterlichst bereuen, aber gut.
mehr dazu dann später oder in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das feststelle. Und hier auch immer ganz wichtig, das unterirdische System so weit wie möglich nach unten zu legen, so weit wie möglich abzusenken, dass es uns eben, weil wenn wir das jetzt direkt unter der Oberfläche machen würden, könnten wir da im Prinzip nichts mehr hinbauen und müssten für jedes Mal, wenn wir den Boden an einer Stelle absenken würden, müssten wir dafür das Wegsystem umbauen. Und dementsprechend gehen wir einfach lieber gleich ganz nach unten. Dann sparen wir uns sehr viel Stress und Mühe, was weiß ich was. So, hier die beiden wollte ich auch noch verbinden. Ich muss vielleicht noch bei dem Eingang, bei dem quasi linken Rom-Eingang, den ihr gerade gesehen habt, da noch eine Verbindung rüberziehen. Ne, mache ich hier. Muss ich doch nicht. Ich habe vergessen, dass ich das mache. Ich bin so schlau. Hey. Okay. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie viele Kreuzungen ich letztendlich unterirdisch noch machen soll. Weil im Endeffekt soll, wenn das Kreuzungen an sich, wenn ich das in diesen Quadrat- und Rechteckform behalte, sollten eigentlich kein Problem sein und nicht keine Peep-Gems verursachen. Die Frage ist nur, ab welchem Punkt es Schwachsinn wird, sie zu machen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man mehrere kleine Kreuzungen macht, dass die Peeps dann schneller von A nach B kommen. Und dann ist ja die Frage, ab welcher Anzahl an Kreuzungen, unterirdischen Kreuzungen, wird es schwachsinnig, ab welcher verändert sich einfach das Ding nicht mehr. Und ab wann wird es einfach doof und unnötig. Hier drüben bei der Uferseite bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was ich da hinbauen möchte. Ursprünglich war der Plan, da noch mehr Auenland zu machen, also da quasi zwischen Bahnschienen und Fluss noch Auenland zu bauen. Bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher, ob ich das so machen möchte oder nicht. Oder ob ich da nicht einfach schon mit dem Rom-Bereich anfangen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe hier noch das Festzelt gebaut. Für Bilbos große Party. Ja, genau. Und da sieht man, dass der Mechaniker ausgewandert ist. Der findet es nämlich super toll, statt den direkten oberirdischen Weg zu der Attraktion zu laufen, die er reparieren soll, den unterirdischen Weg, um den kompletten Park außen rum zu laufen. Deswegen musste ich, oder sah ich mich gezwungen, hier den Eingang zum Tunnelsystem zu verlegen, damit der behinderte Mechaniker da keinen Zugang mehr zu hat und eben nicht mehr wie so ein Maulwurf sich unter die Erde wühlt. Uns vielleicht in Zukunft in Schwierigkeiten bringen könnte, ist, dass ich bis jetzt fürs komplette Auenland nur einen Mechaniker habe, außer für die Mühle. Die hat einen eigenen, weil die ja nicht zugänglich ist von außen. Und da muss ich mal gucken, ob das später zu Problemen führt oder ob der eine Mechaniker das komplette Auenland im Griff behalten kann. Oder wie gesagt, das wird man alles in Zukunft dann sehen. So, hier noch die Spiralrutsche, die hat jetzt, ich weiß nicht, so lore, also geschichtsmäßig nicht wirklich viel mit dem Ganzen zu tun. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die nennen soll oder so, oder an was ich die anlehnen soll. Aber die Spiralrutschen sind eigentlich mehr mit die perfekte Kinderattraktion, deswegen wollte ich die auf alle Fälle in unserem Kinderbereich mit drin haben.
So, aber genug für heute, genug von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet in der nächsten Episode wieder ein, in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut und tschüss.